Hallo. Hier unten, ich winke hier. Ralf sitzt links neben mir. Wir sind auf Madeira und wollen jetzt auf einen Berg drauf, an einen Punkt, wo wir mit der Drohne fliegen wollen. Schaut mal zur rechten Seite. Seht ihr da diese kleine Häuseransammlung am Berg? Und dann stellt euch mal vor, es gibt keine Straße da hoch. Rechts geht ein Weg runter. Hier unten ist so eine Art Wasserlauf. Es gibt eine Brücke rüber. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsst hier alle eure Einkäufe hochbringen, den Müll wieder runterbringen und ihr erwartet neue Möbel. Die müssen alle zu Fuß da hochgebracht werden. Sag mal, Amazon liefert bis zur Tür oder wie? Ja. Na dann ist ja alles Paletti. Da bringt jemand den Müll runter. Aber wahrscheinlich passt keine Tonne an die Straße. Also hier sind Häuser, die haben, wenn die die Tür aufmachen von ihrem Haus, da haben die sofort die Straße vor sich. Da ist nicht ein Millimeter Bürgersteig. Wieso, willst du hier mit der Drohne fliegen? Ja. Meinst du, die kriegst du an die Stelle wieder zurück? Wirst du noch mal sehen. Ich muss erstmal das mit dem Wind prüfen. Ich vermute bald nicht. Weil ich habe hier so ein Kabel hier oben drüber. Ja, sieht eigentlich nicht so gut aus. Halt mal fest. Nö. Würdest du die Handbremse feststellen? So windig. Das ist mir zu heiß mit dem Kabel. Ja, machen wir's dann. Wir müssten eigentlich in 10 Minuten da sein. Mhm. Bei der Location, wo ich hin will.
schaffst du es noch hier drauf zu gucken? Ja, mal gucken, wie ich mich positionieren kann. Ja, dieses blöde Kabel hier oben. Wenn das nicht wäre, dann würde ich ja sagen, okay, man könnte es probieren. Toll, was ist denn das für eine Hütte? Leer? Restaurant und keiner mehr drin? Ja, schön, schön. Ja, 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 kann man noch eine Existenz anfangen. Leute, loslegen! Krempelt die Arme hoch, die Arme hoch. Ja, ja. Und gleich bei Goodbye die Auswanderer anrufen. Die lieben solche Sachen. Ach, ich habe gestern Abend das noch zu Ende geguckt bei Goodbye die Auswanderer mit den beiden, mit den Kindern, mit den Pianisten da, ne? Mhm. Ja, die haben den Job nicht gekriegt. Also, warum? Zu teuer? Nein, also es ist so, dass der Marketingchef, der war also sehr begeistert, der fand das also eine absolute Bereicherung und die hatten auch, es waren 6000 Passagiere da und die Aufführung haben 1000 gesehen. Das ist doch schon was. Das ist ein Sechstel. Mhm. Die haben auch wirklich gespielt wie die jungen Götter. Mhm. Aber dennoch ist es die Minderheit. Aber 1000 die Reederei, AIDA, ja, haben ihnen keine Zusage gegeben. Mhm. Naja, sie haben ja selber auch schon gesagt, Klassik ist nicht jedermanns Sache. Ja, genau. Und dass sich das Publikum jetzt, sag ich mal, an Klassik gewöhnen muss. Nee, müssen sie nicht. Ja, genau, müssen sie nicht. Ne? Können auch in der Kabine bleiben. Ja. 1000 sind bei 6000 die Minderheit. Ja. Ah, Mann, ey. Haben aber nicht den Zuschlag bekommen. Und naja, und dann kam natürlich da zu der Zeit, als das gedreht wurde, kam dann die Lockdowns, die Pandemie und dann sind natürlich ein Konzert nach dem nächsten bei denen weggebrochen. Ja. Und die leben ja dann auch davon. Ne? Ja, und dann haben sie dann noch berichtet von dem einen, der nach Schweden ausgewandert ist mit seiner Familie und der hat also die Kurve dann gekriegt, so auf dem letzten Drücker. Ja, da hat dann Schweden wieder gelockert. Naja, die haben im Grunde auch nicht so viel gemacht, aber dann ist der Tourismus wieder losgegangen. Ja. Und dann kam auch der Frühling, ja, und diese Eiseskälte ist dann weg gewesen. Minus 40 Grad ist der Hammer. Ja. Da oben, da ist ein Haus, ich glaube, das habe ich schon im Internet gesehen. Wenn es das ist, dann ist das ein Hotelkomplex. Sehr schön, aber auch sehr kühl. Ist ja immer kühler. Das haben wir jetzt hier. Geht sogar 16 Grad. Windig. Einige Zimmer da drin sollen Feuchtigkeit haben. Wenn es das ist, das sehe ich gleich. Ach du Gott. Welche Straße ist denn das? ER 105. Nach 200 Metern links abbiegen auf A110. Ja, sie spricht wieder mit uns. Was ist das? Ein Restaurant? Ja, sieht so aus. Mann, hier im Nichts. A110. Aber scheint zu klappen. Ein Aussichtspunkt ist das Miradouro. Ja. Ist das, wo du hin wolltest? Ja, 110 noch 6 Kilometer folgen. Und noch ein Restaurant, oder wie?
oder Andenken? Andenken. Aber was so ab vom Schuss ist, da kannst du ja nicht diesen typischen China-Klüngel hinhängen, ne? Was du überall auf den Kanarischen Inseln auch findest und auch hier ja auch reichlich. Vielleicht, wenn du, fährst du diesen Weg wieder runter später? Okay, für den Fall das halt doch mal an. Hm? Also eine Kleinigkeit haben für die Kids. Das ist ganz schön heavy hier. Was ist das, die 3-Meter-Stange, die wir jetzt hier rausgefahren haben? Ja, aber nur eins, eigentlich nur die Hälfte. Muss ja erstmal halten die ganze Zeit. Das Wasser runter, dann ist sie kaputt. Das könnte da jetzt gleich wieder so sein. Hier läuft das Wasser die Wände runter. Aber die haben das schon richtig gemacht hier. Auto kleinstmöglich. Da sind 5 Personen drin. Mhm.
Ihr solltet mal die Kamera mal schwenken nach links, das könnt ihr ja. Jedenfalls bei der beim Video mit der 360 Grad Kamera. Das sind wirklich Aussichten, die sich lohnen. Also irgendwo haben sie auch einen kompletten Wasserfall, der auf die Straße prasselt. Ja, es ist ja möglich, mit bestimmten VR-Brillen, also ich sag jetzt mal 3D-Brillen, das ist das Ding, was wir auch haben für die Drohne, so ähnlich. Hm? Hörst du? Mhm. Die setzt du auf. Schließt am Computer an, machst das YouTube-Video an und dann kannst du wirklich, so wie du den Kopf drehst, dich in dem Video bewegen. Beim 360-Grad-Video, ja, wenn du so eins hast. Genau, was wir ja, das was ist natürlich wir drehen, mega. Was wir drehen. Dann brauchst du also nicht mit der Maus links und rechts, du drehst einfach den Kopf und gehst dann dahin. Das ist richtig klasse. Ja, guckst nach unten, geht die Perspektive nach unten und nach oben. Ja, gibt es also alles. Ne? Das sind so spezielle Brillen. Bei YouTube erkundigen und da was weiß ich, wenn man YouTube eingibt, 360 Grad Brille oder so, da wird dann bestimmt was angezeigt. Achso, ich dachte schon, die hätten eine Skulptur hingestellt, aber nee, das ist ein Touri. Nervt auch, musst du mal ehrlich sein. Ja, das stimmt schon. Mit einem Lachen und einem Weinen im Auge. Darüber mit einer Leiter. Das sieht so aus wie so ein Bunker da oben. So im Zweiten Weltkrieg oder was? Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Da ist ein Windrad, neben mir oder sogar.
Jetzt hier in der Mitte stehen bleiben ist ein bisschen. Nee, ich bin dahin. Na, dahin, geradeaus.